Ja, wir stehen vor einer großen Herausforderung. Mittlerweile kann man sagen, dass mindestens jeder fünfte Deutsche tatsächlich psychisch herausgefordert ist, instabil ist. Und das wirkt sich auf verschiedenste Art und Weise aus. Das heißt, wir können feststellen, dass gerade die Kleinsten der Kleinen, da wird gleich Carsten Stahl wahrscheinlich auch was zu sagen können, darunter massivst leiden. Noch nie in unserer Geschichte in Deutschland waren Jugend- und Kinderpsychiatrien so überlaufen. In Zeiten des Corona-Wahns gab es nur eine einzige Triage in Deutschland, die fand in den Psychiatrien statt. Man musste schon mit Selbstmord drohen, um tatsächlich eingeliefert oder aufgenommen zu werden. Aber es kümmert sich da keiner drum. Wir müssen uns selber darum kümmern. Und Gott sei Dank gibt es aus psychologischer Sicht immer wieder Chancen, was wir für uns tun können, damit wir resilient und widerstandsfähig bleiben, egal wie groß der Wahnsinn um uns drum herum ist.